Die Einschläge des Wahnsinns kommen immer näher. Die Vorgänge in der Realpolitik nehmen den Systemkritikern so langsam die Arbeitsplätze weg. Denn was will man noch groß kommentieren, wenn ein Vogel in Amt und Würden dummdreist behauptet, dass 1 plus 1 gleich 3 ist? Man kann nur mit dem Kopf schütteln und hoffen, dass er zum Teufel gejagt wird. Aber genau das passiert nicht. Das passiert deshalb nicht, weil wir mittlerweile in einem System leben, was eine Mischung aus dem Film Idiocracy und dem Märchen des Kaisers neue Kleider darstellt. Im Film Idiocracy wird ein Bild einer möglichen Zukunft gezeichnet, in der die Menschen nicht mal mehr bis 3 zählen können und deshalb unfähig sind, einfachste Sachverhalte zu lösen, wie beispielsweise das vernünftige Bewässern eines Feldes. Diese Zukunft hat uns längst eingeholt. Dafür schaue man sich nur mal beispielhaft den Erfolg von YouTube-Kanälen wie Bibis Beauty Palace an, der die Gefolgschaft mit Schminktipps, trivialen Sachen wie das Verzehren einer Pizza ohne Hände oder einer Achterbahnfahrt unter bzw. geistig unten hält. Dieser Kanal hat mittlerweile knapp 3,4 Millionen Abonnenten. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man allein vom deutschsprachigen Raum ausgeht, also von der Schweiz, Österreich und Deutschland mit seinen 100 Millionen Einwohnern, so hat ungefähr jede 30. Person, die ihr auf der Straße seht, diesen Kanal abonniert. Jede 30. Weit gefehlt, wenn ihr glaubt, dass das noch eine erträgliche, ziemlich niedrige Idiotendichte ist. Sie lässt sich beliebig erhöhen. Der Kanalbetreiber LeFloid hat mit 2,9 Millionen Abonnenten einen ähnlich großen Erfolg. Das Niveau ist dasselbe, allerdings gibt er keine Schminktipps. Er spielt den Erklärbären für 2,9 Millionen Schimpansen, wenn es um die großen Fragen der Politik geht, weshalb man von unterschiedlichen Zielgruppen ausgehen kann. Auf die 3,4 Millionen Bibi-Abonnenten können wir also noch 2,9 Millionen LeFloid-Abonnenten draufpacken, auch wenn es hier und da sicherlich einige Überschneidungen gibt. Davon ausgehend, dass es weitestgehend getrennte Gruppen sind, ist es nun schon jede 15. Person auf der Straße, die sich auf dem geistigen Niveau eines Zwergkaninchens befindet. Das kann man endlos weiterspinnen, beispielsweise mit sogenannten Let's Playern wie Gronkh mit 4,1 Millionen Abonnenten oder Sarazar mit 1,9 Millionen Abonnenten oder Corncrafter mit 1,7 Millionen Abonnenten, der die Jugend mit seiner täglichen Gesichtsdisco amüsiert. Sie alle vereint, dass sie schlechte Videospiele spielen und dumme Kommentare dazu abgeben. Oder geben sie schlechte Kommentare ab und spielen dazu dumme Videospiele? Das ist doch, ich weiß auch nicht was. Selbst wenn wir also die Konsumenten der gängigen Massenverblödungsmedien außen vor lassen, könnt ihr von Glück reden. Ja, ihr könnt von sehr viel Glück reden, wenn nur jeder Zehnte, den ihr auf der Straße seht, über das geistige Niveau einer unterleibsamputierten Schlupfwespe verfügt. Wie es wohl der von mir sehr geschätzte Professor Bocker sagen würde. Jene Leute, die noch über ein paar Gehirnzellen verfügen, mit denen sie gewisse Denkprozesse in Gang bringen könnten, finden sich wiederum im Märchen des Kaisers neue Kleider wieder. Der Kaiser rennt nackig durch die Gegend, weil er sich vermeintlich magische Gewänder von zwei Betrügern weben ließ. Natürlich traut sich niemand, den Kaiser darauf anzusprechen, weil sie vor seiner Autorität erstarren. Die heutigen, nicht vorhandenen Kleider sind die dummdreisten Versuche des politischen Establishments, uns den absoluten Verfall, den Untergang des Abendlandes mit ihren Lügen schmackhaft zu machen. Natürlich spricht kaum einer diese Lügen an, weil sie vor der Autorität der sogenannten Staatsorgane erstarren. Spätestens seit den 90er Jahren ist Europa eine offene Irrenanstalt. Nun findet allerdings im Zuge der größten Völkerwanderung der Menschheitsgeschichte, Flüchtlingskrise genannt, der Umbau der Irrenanstalt für besonders schwere Fälle statt. Den Grundstein dafür legte wohl die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, die den Frauen nach der Silvesternacht in Köln, in der es zahlreiche sexuelle Übergriffe gab, empfahl, zu ihren zukünftigen Peinigern eine Armlänge Abstand zu halten, um sich so vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Der Bundesjustizminister Heiko Maas demonstriert seine Willkommenskultur, indem er einen Gesetzesentwurf vorlegt, der vorsieht, dass Mörder mit maximal 5 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden sollen, wenn diese aus Verzweiflung handelten oder von einer heftigen Gemütsbewegung betroffen waren.
Dies öffnet der Praxis der Ehrenmorde Tür und Tor, denn es ist doch vollkommen klar, dass der Mörder nur aus Verzweiflung handelt, da ja das kulturelle Umfeld einen enormen Druck auf ihn ausübt, wenn die Tochter oder die Schwester sich zu westlich verhält, wenn sie sich zu sehr in die westliche Gesellschaft integriert hat. Auch muss man bei der heftigen Gemütsbewegung natürlich den kulturellen Hintergrund beachten. Wir sind doch tolerant. Die Verteidigung setzt auf ein Gutachten, das eine Tat im Affekt feststellte und will deshalb in Revision gehen. Was trotz allem bleibt, ist die Verwunderung über Angehörige, die die harte Strafe für einen Mann betrauern, der seine junge Schwester tötete, nur weil sie moderner leben wollte. Schon heute gehen Mörder mit Bewährungsstrafen nach Hause, während Menschen, die keinen GEZ-Beitrag zahlen, für 2 Monate in den Bau wandern. Von den Gedankenverbrechern, die geschichtliche Ereignisse in Frage stellen, mal gar nicht zu sprechen. Auch möchte ich nicht von den Eltern sprechen, die in Erzwingungshaft genommen werden, weil sie ihre Kinder vor einem perversen Sexualunterricht schützen möchten. Das sind alles nur bedauerliche Einzelfälle einer wild gewordenen Justiz. Nichtsdestotrotz können wir uns auf eine strahlende Zukunft freuen, in der Schwerstverbrecher auf freien Fuß gesetzt werden und unbescholtene Bürger ins Gefängnis gehen müssen. Wer unter anderem dagegen etwas sagt, wird vom Bundespräsidenten Joachim Gauck zum Problem erklärt. Die Eliten sind gar nicht das Problem. Die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Anscheinend, um der vorher erwähnten Scharia-Gesetzgebung von Heiko Maas Nachdruck zu verleihen, wünscht sich der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble eine weitere Zuwanderung von Muslimen, da Europa ja sonst in Inzucht degenerieren würde. Gerade bei den türkischen Frauen sieht er ein enormes innovatorisches Potenzial. In meinem Video Tod den Inzestdeutschen gehe ich etwas detaillierter darauf ein. Natürlich darf auch die propagandistische Begleitmusik nicht fehlen, um auch wirklich das volle innovatorische Potenzial in Deutschland zur Geltung zu bringen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt uns, wie es geht. Da machen wir noch nicht genug Propaganda dafür auswärts. Also wir müssten vielleicht nach Afrika gehen, wir müssen nach jetzt auch in die Balkanländer gehen und müssten sagen, passt auf, wenn ihr wenn ihr Ingenieur seid, wenn ihr Elektrotechniker seid, das sind alles Berufe, die sind alle Mangelberufe. Können Sie jederzeit legal von außen nach Deutschland kommen? Viele wissen das noch nicht. Wir haben auch die Nachzugsbedingungen für die Familien verbessert. Und das müssen wir auch noch mehr nach außen deutlich machen. Da machen wir noch nicht genug Propaganda dafür. Im Schulterschluss mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesjustizminister Heiko Maas erklärt uns die muslimische Religionslehrerin Lamia Kador, was es in Zukunft bedeutet, deutsch zu sein. Ja, deutsch sein bedeutet in Zukunft einen Migrationshintergrund zu haben. Das bedeutet deutsch sein in Zukunft. Nicht mehr auch durch Ton, blaue Augen, helle Haare und ja, wir sind alle deutsch, sondern deutsch bedeutet auch ein Kopftuch tragen, ein rotes was zu tragen, dunkelhaarig zu sein oder wie auch immer zu sein. Das bedeutet heute deutsch sein. Deutsch bedeutet auch ein Kopftuch tragen. Übrigens sind 5 ihrer Religionsschüler nach Syrien gezogen, um für den Islamischen Staat zu kämpfen. 4 von ihnen kamen nach Deutschland zurück. Ihre Religionspädagogin Lamia Kador hatte aber glücklicherweise das Gefühl, dass sie wirklich den Islamisten abgeschworen haben und den Blick nach vorne richten. Na, da können wir doch ganz beruhigt sein. Falls die ehemaligen IS-Kämpfer doch Anschläge verüben sollten, hat der Journalist Klaus Strunz die passende Antwort für uns. Paris, Istanbul, Brüssel, wo schlagen die islamistischen Terroristen wohl als nächstes zu? Die Antwort lautet: Es kann jederzeit und überall passieren. In Berlin, Hamburg, Frankfurt und es kann jeden von uns treffen. Wir leben in israelischen Verhältnissen, Angst und dauernde Bedrohung inklusive. Deshalb müssen wir uns jetzt mehr an Israel orientieren als an unserer naiven Vorstellung vom friedlichen Miteinander der Kulturen. Das bedeutet, im Zweifel geht Sicherheit vor Freiheit. Im Zweifel geht Sicherheit vor Freiheit. Mehr Geld für Polizei und Grenzschutz und mehr Rechte für Ermittler und Geheimdienste. Wir alle werden uns umstellen und ein paar bequeme Gewohnheiten aufgeben müssen. Das ist der Preis der Freiheit in Zeiten des Krieges.
damit auch wirklich der Letzte begreift, dass eine Islamisierung Deutschlands selbstverständlich nicht stattfindet, möchte ich auf den jüngsten Vorstoß der Islamverbände hinweisen, die für ihren Ramadan nun einen Feiertag einfordern. Das ist alles alternativlos. Wer das nicht hinnehmen will, der muss in Zukunft eben an seinem Demokratieverständnis arbeiten, wie es beispielsweise vom Millionärserben Jakob Augstein gefordert wird. Aber Wahlen sind nicht die Lösung. Es ist paradox. Wer Demokratie will, darf die Menschen nicht direkt befragen. Die Menschen sind ja sowieso zu blöde, um zu begreifen, dass hier alles ganz dufte ist. Weshalb der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, natürlich richtigerweise feststellt, dass es den Menschen an politischer Bildung fehlt, wenn sie sich beispielsweise für die AfD entscheiden sollten. Nun geht die Bereicherung in ihre Endphase. Städtebund wünscht sich Flüchtlinge als Polizisten. Wer unter anderem nicht damit einverstanden ist, dass er in Zukunft von Flüchtlingen in Polizeiuniform rumgeschubst wird, oder wer generell etwas gegen diese Asylpolitik hat, der kann ja jederzeit Deutschland verlassen. So meint es zumindest der CDU-Politiker Dr. Walter Lübcke. Wo wir sagen, es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Und da muss man für Werte eintreten, und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Wer nicht verstanden hat, wo die Reise hingeht, darf auch gerne mal bei der Deutschen Bahn nachfragen, die kurzerhand die Rassentrennung rehabilitiert hat. So schreibt sie auf eine Anfrage eines Kunden: Sie fragen sich, warum kein erhöhtes Beförderungsentgelt verhängt wurde, nachdem man Reisende bei der Kontrolle ohne gültige Fahrkarte angetroffen hat. Antwort: Migranten bzw. Flüchtlinge sind in der Regel mittellos, sodass das Eintreiben des erhöhten Beförderungsentgelts meist erfolglos ausfällt. Na, wenn das so ist, und ich dachte schon, wir Deutschen wären Fahrgäste zweiter Klasse. Hey, ich hab ne Idee. Lassen wir doch die Flüchtlinge bei einem einfachen Ladendiebstahl straffrei ausgehen, um der ganzen Welt unsere Willkommenskultur zu demonstrieren. Tja, da war ich mit meinem zynischen Kommentar wohl etwas vorschnell. Polizei verzichtet bei Flüchtlingen auf Ermittlungen. Der Aufwand sei zu hoch, die Erfolgsaussicht zu gering, hieß es in der Leitlinie. Wohl in vorauseilendem Gehorsam hat die grüne Jugend zur Europameisterschaft alle Deutschen dazu aufgefordert, die Nationalflagge runterzunehmen, um nationalistischem Gedankengut keinen Raum zu lassen. Ihr Mentor Stefanie von Berg wird sehr erfreut gewesen sein, als sie das hörte. So ist sie glücklich darüber, dass die Deutschen in einigen Jahren zur Minderheit im eigenen Land werden. Unsere Gesellschaft wird sich ändern. Unsere Stadt wird sich radikal verändern. Radikal verändern. Totale und radikale. Radikal verändern. Ich bin der Auffassung, dass wir in 20, 30 Jahren gar keine ethnischen Mehrheiten mehr haben in unserer Stadt. Und ich sage Ihnen noch ganz deutlich, gerade hier in Richtung rechts, das ist gut so. Neben der Ausrottung des deutschen Volkes beschäftigt sich diese Frau natürlich noch mit vielen anderen großen Fragen unserer Zeit. So findet man auf ihrer Facebook-Seite dieses Bild. Ich gebe euch eine kurze Bedenkzeit, um hier einen Fehler zu finden. Na, habt ihr einen Fehler gefunden? Falls nicht, darf ich euch zu einem gesunden Menschenverstand beglückwünschen. Stefanie von Berg hat ihren längst verloren. So schreibt sie zu diesem Bild: Stinksauer, als ob es keine Chefinnen gäbe. Das Problem ist, dass sie das tatsächlich ernst meint. Aber ich kann ihren Unmut durchaus verstehen. Im Angesicht von Altersarmut, Kinderarmut und einer totalen Ghettoisierung unseres Landes ist eine gendergerechte Sprache natürlich eines der drängendsten Probleme. Was sie wohl zu diesem Bild sagt? Oder zu diesem Bild? Bei diesen Fällen wird komischerweise nicht laut nach Gleichberechtigung geschrien. Die Drecksarbeit können die Männer natürlich weiterhin gern alleine machen. Vielleicht sollten die Feministinnen einfach weniger Fächer in Gender Studies belegen und stattdessen was Ordentliches studieren. Dann klappt's auch mit dem Chefposten.
Wie möchten diese Gutmenschen nun die ganzen Probleme lösen, die mit der Umvölkerung und der totalen Ghettoisierung unseres Landes einhergehen? Schauen wir uns doch dazu mal an, wer diesen witzlosen Beitrag von Stefanie von Berg geliked hat, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Da finden wir einen Eintrag von Sabrine Beuel, die ihre ganze Wut mit einem vor Zorn geröteten Smiley zum Ausdruck bringt. Ihre Lösung ist ganz einfach. Mein Gesicht gegen Diskriminierung lautet ihre Parole. Na, schauen wir doch mal, ob das zumindest im Ansatz erfolgsversprechend sein könnte. Wenn du glaubst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Schwede her. Nachdem durch die muslimische Masseneinwanderung in Schweden die Vergewaltigungsrate auf knapp 1500% angestiegen ist, kamen die Brüder und Schwestern im Geiste auf eine brillante Idee. So forderte vor kurzem der Polizeichef von Schweden als Gegenmaßnahme, dass Frauen doch bitte Armbänder tragen sollten, auf denen "Bitte nicht anfassen" geschrieben steht. Zu diesem Scheiß fällt dir doch wirklich nichts mehr ein. Used to the ways of dealing with women who are, you know, asking for it. So these bracelets are nothing more than hashtag activism come to life. Meine letzte Hoffnung war, dass diese linksgrünen Multikulti-Traumtänzer spätestens dann aufwachen, wenn sie selbst mal kulturell bereichert werden. Diese Hoffnung können wir nun zu den Akten legen. Die Politikerin der linken Jugend Selin Göring wurde von 3 Flüchtlingen vergewaltigt. Anstatt nun allerdings ihr Weltbild in Frage zu stellen, bedankt sie sich bei ihren Vergewaltigern. So wendet sie sich mit folgenden Worten öffentlich an ihren Vergewaltiger: Ich verspreche dir, ich werde schreien, ich werde nicht zulassen, dass es weiter geschieht, ich werde nicht tatenlos zusehen und es geschehen lassen, dass Rassisten und besorgte Bürger dich als das Problem benennen. Du bist nicht das Problem. Du bist überhaupt kein Problem. Du bist meistens ein wunderbarer Mensch, der es genauso wie jeder andere verdient hat, sicher und frei zu sein. Danke, dass es dich gibt. Und schön, dass du da bist. Ich mag nicht mehr. Das ist doch... Ich weiß auch nicht was.